Der Caravan-Salon 2022. Wir berichten von der Messe mit Simone auf dem Stand von Pilote. Ein schönes Fahrzeug. Ja, wir haben zwei kennengelernt. Ihr guckt tatsächlich unsere Videos. Du bist der? Ja, ich bin der Gerken, Tommy. Tommy, wo bist du her? Ursprünglich komme ich aus dem Osten, ja, aber wohne jetzt in Herne. In Herne. So, ihr habt den Weg gemacht. Ihr seid wie viele Tage hier? Ein Tag, ja. Und das ist ja deine tolle Frau. Sag mal, was ist denn so toll an Wohnmobilen? Die meisten, also die sagen, ey, mich treiben da keine 10 Pferde in so ein kleines Ding rein und da muss ich da auch noch sein und dann bin ich wie so die ich sag mal, Legehennen auf dem Stellplatz und so. Was gefällt dir da gut? Man ist halt unflexibel dann halt auch, ja, ne? Man kann überall hin, man sieht viel mehr. Was, ja, also, habt ihr vor eins? Wir haben noch keins, wir suchen. Wir sind auf der Suche. Hm? Ja, dann wäre das ja vielleicht das möglich. Ist, ja, genau. Dann erstmal vielen ja, Dank, gerne. Und wir machen weiter. Ja, Sie haben mich gerade eben angesprochen, haben gesagt. Ja, aber was mich noch interessiert, mit welches Fahrzeug gefällt euch bisher jetzt am besten? Das wäre jetzt nicht. Also die erste Wahl ist auf jeden Fall, war bisher der Etrusco, der Italiener. Und wir haben aber jetzt in Halle 12, wissen wir, da steht der Affinity. Und den werden wir uns auf jeden Fall angucken. Wir haben schon gesehen im Internet, aber wir wollten unbedingt mal da reingucken. Aber ansonsten. Oh, der Pilot hat mir auch gut gefallen. Das heißt, Pilot kann jetzt, nicht wissen, was ist das für ein Fahrzeug? Ein Wohnmobil? Haben wir doch gefilmt in Affinity, weißt du nicht, am Anfang, der aus Polen war. Oh, wir haben schon so viele Fahrzeuge gefilmt. So. Gibt es jetzt zwei Ausstattungen: einmal mit dem Doppelbett, okay, vorne und einmal ohne. Alles klar. Wir müssen weiter. So sorry. Ja. Wir würden euch dann viel Erfolg noch. Hier stehen wir da. Währenddessen, du natürlich, ja, was ist passiert? Ja, alle wollten rein. Es tut mir so leid. Komm, wir zeigen es einmal kurz von außen. Du checkst mal gerade das Fahrzeug. Ich beschreibe es von außen, dass wir haben. Es ist krass hier auf der Messe. Ja, du brauchst irgendwie nur ein paar Sekunden. Es sind wirklich viele Leute unterwegs. Es gibt keine Beschränkung. Der V633M vom Pilote mit wirklich einem riesen Dach obendrauf. Und wie das ganze Raumgefühl sein wird, das werden wir euch gleich mal beschreiben. Denn es ist eins der größten Fahrzeuge vom Aufbauhersteller, das es gibt. Ich bin nämlich echt mal gespannt. Sie haben zu mir gesagt, es ist ein ganz außergewöhnlicher Grundriss, den wir hier kriegen. Du hast maximalen Raum in einem Kastenwagen, das kannst du auch sagen. Allein die Höhe, wenn du mal versuchst, bitte an die Decke zu kommen. Keine Chance. Geht nicht. Also außer auf Zehenspitzen oder im Sprung. Das filme ich aber gleich nochmal von der Seite, dass man das sieht. Also Fahrzeug heißt V633, kostet 63.800 Euro und ist ein absoluter Geheimtipp. Denn ich sag mal, dieser Grundriss hier, den gibt es bei kaum einen anderen. Wie er hier steht, 75.560 Euro. Ich komme mal rein und blicke einmal rein. Das wäre mal so das Gesamtdesign sehen. Hier vorne sieht ja alles noch einigermaßen normal aus, aber die Höhe bitte nochmal den Arm hoch, dass wir das sehen. 1,66 Meter plus Arm. Also wir haben bestimmt hier 2,30 Meter Stehhöhe und das kommt natürlich einigen zugute, aber das System funktioniert mit einem Hubbett, was du unter dem Dach verschwinden lassen kannst. Ja. Das heißt, es können also insgesamt 4 Personen hier ganz bequem drin schlafen. Ja. Und das zu dem Preis von 75.000. Du hast den Mercedes-Benz gesehen, der das auch hatte gestern. Mhm. 250.000 Euro. Das heißt, dafür würdest du dann quasi 3 Stück von dem hier bekommen. Mhm, ja. Ah, der war schon geil, oder? Der Mercedes, ja, der war klasse. Der war auch Allrad. Das kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Nee, also kann man wirklich nicht vergleichen. Und hier, das ist auch wirklich mal was für große Personen, muss man sagen. Auch die Dusche ist sehr hoch, die Schränke, also ich komme da ja kaum dran, wie man sieht. Also ich glaube, das ist wirklich mal ein Fahrzeug, was auch für etwas größere Menschen gebaut ist. Klar, also sehr breit ist es nicht, aber es ist ausreichend und es ist halt allerhand hier auch drin verbaut. Ne? Vorne ausziehbarer Tisch, der lässt sich von der Seite rausklappen, nochmal mit drin. Da oben vielleicht mal einen Schrank mal öffnen als Beispiel, aber das Highlight werden wir euch gleich mal zeigen. Das ist wirklich dieses Riesenbett, was du hinten hast. So, Schrank mit drin, hier oben überall noch Staufächer. Das ist klar, auch hier oben, schau mal hier, das super Hochdach. Das sind eigentlich Fahrzeuge, die werden im Einsatz verwendet. Zum Beispiel bei Paketdiensten, hier hast du also eine 9-Gang-Automatik mit drin, Fiat Ducato 8. Also vom Feinsten. Aber das Highlight wirklich ist nicht das Bad. Das Bad ist das gleiche wie in allen Pilote. Nicht zu klein, nicht zu groß. Ein Auszieh-Toilette unten drin. Hier ist das Waschbecken mit drin. Schiebeschrank. Eine ganz hohe Dusche. Geh nochmal kurz in die Dusche, dass man einmal sieht. Gerade nochmal. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das heißt, du hast hier nochmal, bitte mal mit der Hand raus. Geht nicht. Also wir haben bestimmt, unglaublich, 2 Meter irgendwas. Aber extrem kräftige Personen mit einem dicken Bauch. Ich glaube, die kommen hier nicht durch, nee, oder? Da wird's knapp. Da wird's knapp. So, oben das Bett. Ja. Da wird nochmal eine Leiter wird da dran gehangen. Da kannst du hier oben. Also es ist eine riesengroße Matratze, muss man wirklich sagen. Also locker für 2 Personen.
Das ist krass. Also oben hast du ein Riesenbett, kommt aber noch besser. Unten hast du auch ein Riesenbett. Ja. Und das Coole ist, du kannst das Ganze rausnehmen und kannst dann auch ein Motorrad zum Beispiel reinfahren. Und wie das Ganze ist, werden wir uns gleich mal anschauen. Magst du mal gucken, wo der Schalter ist? Vielleicht finden wir den ja fürs Hubbett. Wenn wir es rauf und runter fahren. Siehst du was? Das ist Licht. Licht ist gut. Kannst du gerne mal anlassen. Okay. Licht ist immer gut. So, was hier? So, Schalter. Guck mal, hier indirekte Beleuchtung an den Fenstern mit drin. Echt schon sauedel. Also wenn ich hier, oder? Mit dem Weiß und dem Schwarz. Und dem. Auf jeden Fall. So, Lattenrost mit drin. Aber Schalter, ich hab's nicht mehr. Wir können auch mal nach hinten gehen, da können wir mal schauen, vielleicht haben wir da was. Genau. Du, ich hab's gefunden. Da, Bedlifting. Aber Messebetrieb, wir gucken mal gerade, ob es irgendwie eingeschaltet werden kann. Man kann es aber auch erklären. Also ich denke mir, das ist ja auch ein Thema, was man verstehen kann, dass du hier für den Messebetrieb das nicht so hast, dass du permanent dann von Lippert das Hubbett dann rauf und runter fahren lassen kannst. System ist aber verstanden. Komm, wir gehen mal nach hinten. Dass wir das erklären, vom Grundriss her. Aber es ist ein attraktives Fahrzeug, wenn man zum Beispiel Motorräder mitnehmen möchte. Sorry, kein Hi. Problem. Denn du hast hier unten diese Riesengarage mit drin. Ja. Dann das Ganze kannst du rausnehmen. Wahnsinn, was hier auch schon wieder an Staufächern ist. Hier ist ein Anschluss für eine Dusche oder Wasseranschluss. Außendusche? Ja. Dann hier drin ist wahrscheinlich der Wassertank. Mach mal auf. Ja. Ja, ein riesen Wassertank mit Druckwasserpumpe. Das ist also auch keine Tauchpumpe oder irgendwas. Hier so, links an der Seite. Und jetzt hast du mich Radengas? Könnte oder Gas. Elektronik? Könnte Gas sein, ja. Ich will das jetzt nicht. Ich streite mich nicht mit dir. Ist Wie, das drin? Wieso nicht? Da ist das drin, was du möchtest. So, aber irgendwie klemmt's. Jetzt. Ah, wegen dem Bett. Ah, wegen dem Bett. Kriegt man jetzt nicht. Warte mal, wir können mal eins rein. Ich guck mal, ob ich es angehoben krieg. Ah ja, guck mal. Probier mal. Ja, das ist aber es immer ist, noch hier hinten. Ist Gas. 211 Kilo Gas. Das können wir lassen. Dann haben wir hier. Schon. Das ist natürlich eine coole Bettkonstruktion. Ganz ehrlich, auf der Matratze würde ich jetzt nicht ewig sein, aber da würde ich einen Topper drauf machen. Hier ist ein Einleger, dass du hinten also auch für längere Personen dann ordentlich Platz hast. Und hier hast du überall so Art Feuerwehrschränke mit drin, die du hochklappen kannst. Also jeder Platz wieder genutzt. Genutzt. Bett ist übrigens maximal 400 Kilogramm. Und das ist der Schuss jetzt mal nach oben hin. Ich persönlich würde das Bett genau so lassen, wie es jetzt hier ist. Es ist schon ein bisschen eng, oder? Findest du nicht? Ja, schon. Aber wenn man schlank ist, geht es. Und ich meine, also 400 Kilo, die muss man erstmal haben, oder? Mit zwei Personen. Echt? Gut. Lass ich mal. Bitte mal hochheben die Matratze. Folie-System ist drunter. Das Ganze ist sehr leicht. Kann mit einem Handgriff auch entfernt werden. Und hier hast du noch Leselampen mit drin. Also es könnte, ich sag mal, ein Hubbett-Fahrzeug sein. Das Bett kann ja ganz nach oben gefahren werden, was du benutzen kannst. Und es kann auch ein Fahrzeug sein, ja, mit dem du dann wirklich in Urlaub fahren kannst und die Motorräder mal mitnehmen kannst. Denn die Zoösen, die am Fahrgestell festgemacht sind, die sind vierfach vorhanden, sodass du alles mitnehmen kannst. Ja, ein cooles Konzept. Ich finde es sehr interessant. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja hier mit aktiviert. Nee, sie haben also die Sicherung gezogen vom Hubbett. Ich glaube, das macht auch Sinn. Es wird hier da rauf und runter fahren. Mit großen Fenstern an der Seite, haben wir eben schon mal gezeigt, zum Rausschauen. Und einem Dachfenster mit drin. Komm, wir gehen nochmal nach vorne. Ja. Dann gucken wir mal, wir sind am Stand von Pilote. Hier ist der Caravan Salon 2022. Die Fahrzeuge sind wirklich sehr umlagert. Ein Konzept jagt das andere. Und hier was ganz Besonderes auf Basis Ford. Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Tschüss, Simone. Ciao. Ciao.